Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Große Modenschau bei Dodenhof in Kaltenkirchen. Stimmungsvolles Abschlussfest im Ariba Strandbad. Eulenfest lockt zahlreiche Besucher. RSH-Moderator Carsten Kock führt durch das Herbstfest. Zahlreiche Kaltenkirchener feiern das 8. Fest der Nationen. Und autofreies Straßenfest lockt Besucher mit buntem Rahmenprogramm. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Hausmann Immobilien, Ihrem Immobilienexperten im Norden. Am 17. September zeigten die Models von Dodenhof in Form einer großen Modenschau die Trends für Herbst und Winter. Die komplette Veranstaltung lief unter dem Motto Streets of London. Authentische Details und ausgetüftelte Dekorationen rundeten das britische Feeling ab. Geschäftsleiter Michael Juhr gab einen Einblick, warum gerade London in der kommenden Saison eine große Rolle spielt. Es gibt in diesem Winter, Herbst-Winter, sehr, sehr viele Dinge, die aus dem rockigen Milieu kommen, mit Strassbesetzte, mit Steinbesetzte Dinge, kernige Optiken, Leder kommt wieder stark. Und da ist so die Rockszene eigentlich sehr naheliegend, dass man da auf eine britische Metropole kommt. Und da denkt man natürlich als allererstes an London. Mit einem großen Sommerabschlussfest verabschiedete sich das Ariba Strandbad am 20. September von seinen Besuchern. Schon um 18 Uhr machte Sänger und Entertainer Silva Gonzales, bekannt aus TV und dem Dschungelcamp, Stimmung für die kleinen Besucher. Begeistert tanzten die jungen Gäste mit Ariba-Maskottchen Ariboin den Ariba-Tanz im Sand. Der Musikzug Grellingen begleitete Eltern und Kinder mit bunten Laternen durch den Stadtpark. Zum Abschluss heizte die Band Hot Banditos allen Besuchern mit Hits wie Veo Veo und Hands Up noch einmal richtig ein. Am Samstag, den 20. September, fand im Rahmen des Quickborner Eulen- und Schützenfestes der beliebte Eulenmarkt statt. Begeisterte Besucher, die auf der Suche nach kleinen Schätzen an den verschiedenen Flohmarktständen vorbeischlenderten, wurden von verschiedenster Unterhaltung begleitet. Auch die Kleinen kamen mit einer Hüpfburg, Ponyreiten, einer Kletterwand sowie Kinderschminken voll auf ihre Kosten. Verschiedene Auftritte von Tänzern und Musikern rundeten das bunte Unterhaltungsprogramm ab. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Der Bürgerverkehrsverein und die Einzelhändler der Innenstadt Bad Bramstedt hatten sich zum diesjährigen Herbstfest am 21. September wieder viele Aktionen einfallen lassen. Besondere Highlights waren dabei das Bustrecken im Landweg und der Motorradgottesdienst mit anschließendem Korso durch das Auenland. Moderiert wurde die ganze Veranstaltung von RSH-Moderator Carsten Kock. Und los! Kämpfen! Noch passiert nichts! Und jetzt läuft die Zeit. Ja, anfeuern, zack, 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 zack. Macht ihr euch mutig hier. Kämpfen, kämpfen. Mit der Küchenperle erhalten Kunden ein perfektes Zusammenspiel von kreativer Kochkunst und reibungslosem, freundlichen Catering-Service. Britta Müller und ihr Team übernehmen nicht nur die Zusammenstellung der Food-Konzepte, sondern auch die einem Motto angepasste Dekoration. Catering haben wir mal angefangen, um dem Gastgeber viel
Arbeit abzunehmen. Einfach den Gastgeber, er soll Gastgeber sein. Und wir bauen alles rundherum, so wie der Gastgeber es möchte. Einfach sind wir da, nehmen ihn alles ab, aber er merkt es gar nicht. Und das ist im Prinzip das, der Gastgeber kann sich voll auf seine Feier konzentrieren. Und das ist an sich das, was wir mit unserem Team verkörpern möchten. Neu im Angebot ist die Q-Lounge, eine einmalige Event-Location, in der die Gäste ihre Veranstaltung in einem tollen Ambiente rundum genießen können. Wir haben die Q-Lounge so gebaut, dass wir sie von 30 bis 150 Personen gut auslasten können. Dementsprechend, wie groß die Gesellschaft ist, können wir Stellwände stellen, dass das ein bisschen gemütlicher wird. Da kann man ganz viel machen. Wir können sie auch so bauen, dass man vielleicht zwei getrennte Gesellschaften drin hat. Also das ist uns alles möglich, alles wie man es bestellt und wie man es haben möchte, ganz individuell. Am Samstag, den 20. September, trafen sich zahlreiche Kaltenkirchener jeden Alters, um im und um das Christophorushaus das 8. Fest der Nationen zu feiern. Bestes Wetter, ein breites Bühnenprogramm sowie verschiedene Attraktionen für Groß und Klein luden zum Verweilen ein. Die Männer und Frauen mit Wurzeln unter anderem aus der Türkei, Russland, Polen, Malaysia, Japan, China und Marokko zogen für ihr Land typische Kleidung an, kochten und backten ihre Spezialitäten oder verkauften landestypische Gegenstände an ihren Ständen. Der Musiker Pranesh Thapar aus Nepal, die Band Unfinished Business und die russische Band Slap ließen es bei ihren Auftritten laut werden. Am Sonntag, den 21. September, fand zum 7. Mal das autofreie Straßenfest entlang der Ulzburger Straße statt. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich wieder zahlreiche Besucher zusammen, um die vielfältigen Attraktionen des Straßenfestes genießen zu können. Besonders im Vordergrund steht bei dieser Veranstaltung der Umweltschutz, der in diesem Jahr noch mehr an Bedeutung gewonnen hat. Der Klimaschutz hat natürlich eine ganz zentrale Bedeutung, denn das Thema ist autofreie Fortbewegung, autofreie Mobilität. Und wenn man das Auto nicht benutzt und dafür Fahrräder und andere nicht motorbetriebene Fahrzeuge verwendet, ist das natürlich Klimaschutz pur, weil man eben überhaupt keine Ressourcen verbraucht, keine Abgase erzeugt. Und von daher ist das spitzenmäßig, wenn man, so wie hier, wir befinden uns hier ja auf der Fahrradgarderobe, das erste Mal in Norderstedt, so eine Möglichkeit, Fahrräder abzugeben. Alle, die mit dem Fahrrad gekommen sind und das hier nutzen, sind Klimaschützer von erster Güte. Natürlich ist der Movimento wieder dabei, der riesengroße Musikumzug mit über 300 Musikern, die Straße in ein Tollhaus karibisches, brasilianisches Flair verwandeln werden. Wir haben die Titanic, wo keiner wirklich Angst haben muss, dass er untergeht. Wir haben ganz viele tolle verschiedene Fahrräder, die gezeigt werden. Eine riesige Gruppe von Cheerleadern, die hier die Straße wirklich komplett bevölkern. Also es ist so viel Tolles zu entdecken. Ganz große Klasse. Ein aufwendiger Spielmannszug, Samba-Tänzerinnen und Cheerleader zeigten ebenfalls leidenschaftlich ihr Können. Der Musik- und Tanzumzug Movimento sorgte mit seiner großen Show für Stimmung und Unterhaltung. Stadtmagazin TV Termine. Der junge Stargeiger Roman Kim kommt am 30. September nach Bad Segeberg in den Bürgersaal des Rathauses. Er gehört zu den faszinierendsten Solisten der jüngsten Generation. Tanzen und Schunkeln im Oktoberfestzelt können Bayernfreunde am 1. Oktober bei Möbel Kraft in Bad Segeberg. Literatur- und Jazzmusikinteressierte treffen sich am Mittwoch, den 1. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus Kaltenkirchen zu Tucholsky trifft Jazz. Rainer Bublitz und Band wird am 1. Oktober das Eröffnungskonzert im Kuhstall in Kleinkummerfeld geben. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Am 9. Oktober geht es wieder zur Rinderauktion in die Auktionshalle. Reptilien- und Vogelfreunde können sich auf die Exota am 11. und 12. Oktober freuen.
Die Vorbereitungen für den 52. Trakehner Hengstmarkt laufen auf Hochtouren. Vom 16. bis 19. Oktober wird sich in den Holstenhallen Neumünsters wieder alles um die Vererber von morgen drehen. Vom 23. bis 26. Oktober findet in den Holstenhallen das internationale Amateur-Reitturnier statt. Pferdefreunde sind hierzu herzlich willkommen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Der Spielplatz an der Adlerstraße in Quickborn hat eine neue Attraktion. Eine Doppelturm-Spielanlage mit vielen Anbauten zum Klettern und einer Tunnelrutsche. Die Falschgeldermittler des Landeskriminalamtes registrieren einen Anstieg der Sicherstellungen von Falschnoten im laufenden Zahlungsverkehr in Schleswig-Holstein. Weitere Informationen und Termine stehen auf den Online-Portalen der Stadtmagazine. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Hausmann Immobilien, Ihrem Immobilienexperten im Norden.